Im letzten Video gab es schon mal den ersten Überblick in die Welt von Hulk. Aber er ist nicht nur ein wütendes grünes Monster. Der Hulk ist bekannt für seine vielen und unterschiedlichen Persönlichkeiten bzw. Versionen. Diese haben sich durch unterschiedliche Ereignisse in seiner Comicgeschichte manifestiert. Hulks alter Ego ist Dr. Bruce Banner. Es ist natürlich der Kern, die Kernpersönlichkeit des Hulks. Was aber ganz wichtig ist, Hulk muss man als ein separates Wesen sehen, ein eigener Charakter. Wir haben auf der einen Seite Bruce Banner und auf der anderen Seite Hulk, das Produkt von Bruce Banners Wut, das auf die schwierige Kindheit und auf den Missbrauch, den er erleiden musste, zurückzuführen ist. Der Hulk hat viele Inkarnationen, die jeweils einen anderen Aspekt von Bruce Banners Psyche repräsentieren, mit anderen Eigenschaften, einer eigenen Charakteristik, Motiven und Kräften. Den Anfang macht der graue Hulk. Seinen ersten und vorerst letzten Auftritt hatte er in Incredible Hulk 1, bis er dann schließlich 1986 in Ausgabe 324 zurückkehrte. Der graue Hulk repräsentiert die Persönlichkeit, die all die nicht so schönen Dinge tut, bei denen Bruce unsicher war, um sie selbst zu tun, quasi eine dunklere und egoistische Persönlichkeit. Trickreich, manipulativ und gerissen. Bruce Banner schaut auch gerne viele Gangster-Mafia-Filme und so gab der Autor Peter David dem Grey Hulk den Alias Joe Fixit und stellte ihn als Vollstrecker und harten Kerl in Las Vegas dar, der ganz offensichtlich auch ein Fable für maßgeschneiderte Anzüge hat. Was auch besonders ist, dass er Bruce Banner übernehmen kann, das erkennt man zu einem an seiner Sprache, aber vor allem an seinen grauen Augen. Er gehört definitiv zu den klügsten und intelligentesten Hulks. Dadurch kann er hinterhältige Pläne schmieden. Seine Kämpfe sind immer interessant, weil sie dreckig und schmutzig sind. Er ist von seiner Stärke her nicht der Stärkste. Je wütender, umso stärker wird er, allerdings nicht so schnell. Diese Inkarnation hat ein gewisses Maß an Intelligenz und verliert nicht so leicht die Kontrolle wie der Savage Hulk. Der Savage Hulk bzw. Grüne Hulk ist die gängigste Version des Hulks. Er ist das Spiegelbild des jungen Bruce Banner, die Quelle seiner extremen Wut und des Grolls über seine schwere Kindheit. Aber er ist auch nicht wirklich intelligent. Er ist naiv und besitzt die geistigen Fähigkeiten und das Temperament eines kleinen Kindes. Es ist zwar eine kindliche Version, aber auch gleichzeitig eine der wildesten. Wird er wütend, hat er das Potenzial für grenzenlose Stärke. Außerdem redet er von sich in der dritten Person. In Incredible Hulk 299 wurden Bruce Banner und Hulk das erste Mal durch den Dämon Nightmare voneinander getrennt. Um Dr. Strange zu besiegen, richtete er seine Aufmerksamkeit auf den Hulk und plagte Banner und Hulk mit schrecklichen Albträumen, bis er tatsächlich einen psychologischen Riss im Unterbewusstsein des Hulk geschaffen hatte. Bruce Banner verlor jegliche Kontrolle über den Hulk. Mindless Hulk wurde geboren. Durch die Manipulation von Nightmare ignorierte und zerstörte er alles andere um sich herum, egal ob Freund oder Feind. Er kämpfte gegen die Avengers und musste schließlich von Doctor Strange verbannt werden, wo er sich dann von dem Fluch erlösen konnte. In Ausgabe 376 kam es zum inneren Konflikt zwischen Bruce Banner, Savage Hulk und dem Grey Hulk, die beiden natürlich die Kontrolle übernehmen wollten. Da sich Banners Persönlichkeiten im Krieg befanden, suchte er die Hilfe von Doc Samson. Er versetzte sie in einen tiefen, hypnotischen Zustand, um ihnen zu verklickern, dass sie zusammenarbeiten müssen, um nicht das Leben von Banner zu gefährden. Sie kämpften gegen die Vergangenheit, die Emotionen und Schmerz, sie stellten sich dem Monster, ein Monster, das Bruce' Vater Brian Banner darstellt, zu dem kommen wir später auch noch genauer. Zum Ende hin der Therapie verschmelzen die beiden Hulks und Bruce miteinander zum Merged Hulk. Er ist frei von Angst, Wut oder Schmerz. Der Merged Hulk wurde später in The Professor umbenannt und wird als vierte separate Figur gesehen, die Banners Ideale, Heldentum und Intelligenz repräsentiert, geschaffen aus Banners Erinnerung an seine Mutter. Ein cooles und smartes Konzept. Die Stärke des Savage Hulks, die Intelligenz Banners und die Gerissenheit und Hinterhältigkeit des Grey Hulks. Was noch dazu kommt, ist sein Design, was an 90er Actionhelden erinnert. Aber stärkemäßig auch nicht der stärkste, allgemein die Hulk-Versionen, die intelligenter sind, halten sich eher zurück und versuchen ihre Probleme mit ihrem Hirn zu lösen, anstatt mit roher Wut und Gewalt. In Incredible Hulk 425 wurde es auch nochmal richtig wild. Zu dem Zeitpunkt befand sich der Professor Hulk beim Pantheon im Kampf gegen die Endless Knights. Als Betty Ross zwischen die Fronten gelang, gab es kein Halten mehr.
Der Professor wurde so wütend, dass er die Kontrolle verlor und anstatt dass der Savage Hulk die Kontrolle übernimmt, wird er stattdessen zu einem wild gewordenen Bruce Banner. Savage Banner, also die menschliche Form von Bruce Banner mit dem Geist des Savage Hulk. Anstatt sich wieder in einen ruhigen Banner zu verwandeln, wenn er sich beruhigt hat, verwandelte er sich anschließend wieder zurück in den Hulk. Weiter geht es mit Green Scar und dem Worldbreaker Hulk. Nachdem Hulk in der Fantastic Four Serie nach einer Gamma-Bomben-Explosion die Kontrolle verliert und Las Vegas angreift, entscheiden die Illuminaten, dass Hulk momentan zu gefährlich sei, um auf der Erde zu bleiben. Und so wurde Hulk mit Hilfe von S.H.I.E.L.D. mit einem Shuttle in den Weltraum katapultiert. Während er sich eine Aufnahme anhört, das ihr Handeln erklärt, stürzt sein Shuttle auf dem Planeten Sakaar ab. Dort wird er vom Imperator des Planeten, den Red King, gezwungen, Gladiatorenkämpfe zu führen. Dort konnte er einige Freunde bzw. Verbündete sammeln, die sich dann auf dem Teamnamen Warbound einigten. Auch der Silver Surfer war ein Kämpfer des Red Kings, bis ihn Hulk befreite. Hulk konnte die Herrschaft des Red Kings beenden und wurde selbst der König von Sakaar. Kyera, die der Leutnant des Red Kings war, wurde später die Frau an der Seite des Hulks. Bruce Banner hatte Betty Ross und der Hulk hatte Kyera. Green Scar war nicht so eine wilde, außer Kontrolle geratene Version wie der Savage Hulk. Er hatte die Kontrolle über seinen Zorn, nutzte Schwerter, Speere und Kampfschilde. Er wurde ein fähiger Anführer und Stratege, die Stärke des Savage Hulk und die Intelligenz des Grey Hulks. Viele würden sagen, das ist doch dann der Gravage Hulk. Allerdings ist der Begriff Gravage Hulk eigentlich nie in den Comics aufgetaucht. Der Name wurde nur von Fans aufgestellt. Al Ewing bestätigte dies auch nochmal in Interviews und in seinem Run wurde sogar eine Liste mit den Persönlichkeiten Bruce Banners gezeigt. Es gibt auch einige Versionen, zu denen wir gleich auch noch kommen, die keine individuelle Hulk-Persönlichkeit in Bruce Psyche sind und ohne äußere Faktoren gar nicht existieren könnten. Auf dem Planeten Sakaar fand Green Scar sein Glück. Naja, bis der Shuttle, der Hulk nach Sakaar brachte, detoniert und dabei die gesamte Stadt zerstört und unzählige Bewohner tötet, auch Hulks Frau. Die Schuld daran gab er den Avengers und machte sich mit Warbound auf den Weg zur Erde. Der Beginn von World War Hulk. Dort entfesselte er sein volles, erschreckendes Potenzial seiner Stärke. Ein Hulk, der in jeder Hinsicht nichts mehr zu verlieren hat, von nichts mehr zurückgehalten werden kann, der in einer Prophezeiung bereits angekündigte Worldbreaker Hulk, stark genug, um gesamte Planeten zu zerstören. Dann gibt es da noch Guild Hulk und den Devil Hulk. Der Guild Hulk verkörpert die gesamte Schuld, die Bruce Banner über die Jahre angesammelt hat, sei es der Schrecken seiner Kindheit und den Tod seiner Mutter oder auch die täglichen Amokläufe des Hulk. Optisch sieht er aus wie eine grüne Echse und er repräsentierte dann auch Brian Banner. Der Devil Hulk hingegen wie eine gelbe oder eher orangenfarbene Echse. Er ist das pure Böse und verkörpert all den Groll gegen die Art und Weise, wie Bruce von der Welt behandelt wird und allgemein alle negativen Emotionen wie zum Beispiel Selbsthass. Er versuchte, sich natürlich zu befreien und Bruce dazu zu bringen, die Kontrolle zu verlieren und Hulk und Bruce zu befehlen, alles zu zerstören. Er verspottete Bruce, manipulierte ihn, verachtete die Menschheit und war Hauptmotivator für Hulks zerstörerischen Aktivitäten. Bruce fand ihn tief in seinem eigenen Unterbewusstsein. Al Ewing griff Jahre später diese ganze Devil-Hulk-Thematik in Immortal Hulk, der unsterbliche Hulk, wieder auf. Devil Hulk übernimmt nämlich die Kontrolle des zersplitterten Geistes von Bruce Banner und des Hulk, das heißt, er unterdrückte den Rest von Banners Persönlichkeiten und wird selbst zur dominierenden Hulk-Persönlichkeit, die sich allerdings auch nur nachts manifestiert. Alle Versionen, die jetzt kommen, sind keine festen Persönlichkeiten des Hulk. Meist wurden diese Versionen durch äußere Einflüsse ins Leben gerufen bzw. ausgelöst. Nach einer Schusswunde im Kopf injizierte Tony Stark Bruce Banner das Extremis-Virus. Dieses Virus half, sein beschädigtes Gehirn zu heilen, aber die Dosis hatte einen unerwarteten Effekt, was zur Doc Green führte. Der Virus verbesserte seine Intelligenz enorm. Viele denken sich bestimmt, dass diese Form dasselbe wie Professor Hulk ist. Der Unterschied ist, dass Banner die Kontrolle über Professor Hulk hat. Die Kontrolle über Doc Green hat Hulk, ein richtig kluger, intelligenter Hulk. Doc Green ist auch die stärkere Form. Der Hammer von Null war einer der 7 mystischen Kriegshämmer, die die Schlange beschwor. Der Hammer von Null zog die Aufmerksamkeit von Hulk auf sich und so verwandelte er sich in Null
Breaker of Two Worlds. In Incredible Hulk 371 gab es auch den Dark Hulk, aber hierbei handelt es sich jetzt nicht um irgendeine dunkle Persönlichkeit von Banner, dafür haben wir schließlich schon den Devil Hulk. Dark Hulk wurde besessen von Chan-Zar, ein Doctor Strange-Bösewicht, der versucht, dieses Universum zu übernehmen. Ich muss sagen, das schwarz-weiße, abgefuckte Design hat irgendwie was Cooles an sich. Im Event Access tauchte der Name Clue auf, eine umgekehrte Version von Hulk, die durch einen Zauber verursacht wurde. Im Gegensatz zu Hulks auf Wut basierenden Kräften wird diese Version durch Traurigkeit und Depression stärker. By the way, wie nice ist bitte sein Character Design. Aber es gab bereits vor dieser Clue-Version ein Clue-Hulk, ein genetisch veränderter Klon von Hulk, der von Xemnu erstellt wurde, mit dem einzigen Zweck, einen Hulk auf seiner Seite zu haben. Eine reine zerstörerische Kraft. Um Clue und Xemnu zu besiegen, fusionierte Impossible Man Hulk und Red Hulk zum Compound Hulk. Auf jeden Fall eine coole Idee, die beiden wurden allerdings am Ende der Ausgabe auch wieder voneinander getrennt. In Incredible Hulk 456 wurde Hulk auch ein Reiter des Apocalypse und repräsentierte dabei den Krieg, also Horseman of War Hulk. Ein Upgrade, was seine Macht gewaltig steigerte. Damit war er auch der erste Nicht-Mutant, der als Reiter des Apocalypse fungierte. Dabei muss ich noch den Kampf gegen Juggernaut erwähnen, der war nämlich richtig cool. Hulk konnte sich aber von der Rüstung, die mit seinem Körper verschmolzen war, trennen. Wer weiß, was er sonst noch damit angestellt hätte. Auf jeden Fall nichts Gutes. Mit der Zeit gab es natürlich immer mal wieder so Versionen wie Hulkpool, Spider-Hulk oder auch Venom-Hulk. Das sind Versionen, die gehören natürlich auch ins Marvel-Universum mit dazu. Die haben allerdings eher weniger mit Bruce Banners Psyche und gespaltene Persönlichkeit zu tun. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Bei der Menge an Charakteren kann man auch schon etwas vergessen. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch Spaß gemacht hat und ihr etwas an Infos mitnehmen konntet. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal, eure Nerd Cobra.